Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil. Dann guck das Foto nochmal an. Wo ist denn das Ding? Also ja, wir waren Schrot und wir waren auch ein Schatz. Foto. Wo ist das? Ja, muss ich nicht mitnehmen, oh. Aber wo ist das? Aber nur Doppelklick. Na, wie sagt okay, man so schön? Das schon Familie, immer Familie. Das schon nett, wenn jetzt alles. Guck sie doch einfach an! Ich will dir angucken. Ja. Achso, warte mal, ich kann das jetzt. Ach nee, du kannst es nicht in der Tour, ja. Du musst im Inventar. Ich hab keine Ahnung. Okay, das ist der Stein im nächsten Regal. Okay. Warte, geh nochmal in das. Ja, mach das nochmal weg. Ich öffne jetzt nochmal das Inventar. Die Hundekopf auf unseren Lebensraum bekommen. Du brauchst jetzt noch irgendwie einen Schlüssel. Vielleicht liegt er auch da oben mit dem Raum. Ethan! Ich nehme einmal das gute Kraut. Oh. Smoke weed every day. Fuck. It's okay. Daddy! Oh, ihr könnt auch vor die Ecke kommen. Ich riechen. Nicht, ist er hinter dir rechts, ist er im Speisesaal. Ist er nicht. Ja. Oh. Was denn? Da ist das, wo wir die Schlüssel brauchen. Ich kann, hier, das ist ja, da. Das ist mit den Hundeköpfen. Ja. Das war Weltstar. Da sind wir noch gar nicht raus, glaube ich. Oder oh, das ist ja die Veranda. Das ist alles die Veranda wahrscheinlich. Was? Das ist die Veranda dann wahrscheinlich, ne? Ja, dann geht's zur Veranda. Da ist auch der Gasbrenner. Klopf, klopf, wer ist da? Du weißt, du kannst auch unten die Schrotflinte nehmen in diesem kleinen Raum, ne? Da kommt er ja so nicht rein. Ja, und wir kommen hier raus. Oder er kann die Tür zusammenschlagen, dass du dann da rankommst. Also, dass er dann reinkommt, dann kannst du ihn aber erschießen und dann flüchten. Okay. Hier, Schweinchen. Mit der Flinte. Na los, renn raus, Überraschungseffekt. Dann rennst du einen großen Bogen um den herum und dann nach oben. Da oben ist er. Dauert nicht mehr lang, dann find ich dich und leg dich um. Warte. Hab dich gefunden! Okay. Warte. Ja, okay. Da rein. Fadi? Siehst du ihn? Daddy? Da kannst du mit der Schrotflinte die Seiten da am Arsch schießen. Der müsste rechts irgendwo sein, da oben. Kannst du ihn sehen? Geh mal näher ran und guck mal oben hin. Oder steht direkt rechts? Ja, irgendwie ist gerade die Maus da ein bisschen komisch. Ja. Nein, Zeit zögern. Nicht so eine Störung. Ich finde, wie ist diese Findigkeit? Vater? Ja, der ist weg. Wow, das ist eine magische Tür. Der ist bestimmt jetzt wieder da links drin, oder? Ja. Ich sehe dich! Warte, bist du zu dir? Jetzt rennst du einmal da oben rum, auch lang. Auf! Warum kann er nicht sprinten? Du sprintest! Ja, aber das ist doch nicht mehr gesprinten! Das Ganze mit der Schrotflinte und dann versteckst dich direkt da oben. Ich bin ein alter Mann, die Tür Junge. Zu, mach die Tür zu. Die ist defekt! Und versteck dich da oben. Die ist defekt! Alter, mach jetzt nichts.
Hoffentlich reicht das. Die ist defekt. Aber die kannst du austauschen. Ja, ich weiß. Aber... Du kannst nur hoffen, dass er nicht da reinkommt. Wo zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Er kommt. Fuck. Schieß auf ihn. Buh! Du musst ihn auf den Schild auf den Kopf schießen, sonst kommst du da nicht vorbei. Was? Was? Also ich war... Nein, das gibt's doch nicht! Alter! Bitte! Ich lauf! Hier durch den Safe Room unten rechts. Ja. Ich hab keine... Runter! Wenn du irgendwie jetzt in den Safe Room oder muss direkt die Flinte? Ich hab direkt die Flinte. Alter! Ich hab einen Schlag abbekommen müssen. Du musst immer noch da oben hin, da war noch mehr. Ja, ich weiß, aber... Okay. Vier Schuss, okay. Austausch mit der anderen. Daddy! Vielleicht oder so? Ja, am Ende. Oder Arznei, wenn du was gefunden hast, dann... Ja, musst du Kraut so nehmen. Alter. Ja. Aber ich warte lieber. Speicher ab. Du willst erst auf den Einschlag riskieren? Ich speichere ab. Ja, ich riskiere es. Ich speichere ab. Du weißt, dass er da unten auch sein kann. Da kam er nicht vorne raus, ne? Lauf! Einfach mit dem Kopf gegen die Tür. Genau. Eins, zwei... Drei. Okay, Daddy. Hast du komplett nachgeladen? Ja. Okay, dann los. Nee, geht nicht. Daddy. Achso, willst du es jetzt so probieren, wenn es nicht klappt, dann halt oder nicht? Ja. Okay. So, der Vater, ich hoffe, der kann zwischenzeitlich sterben, wie diese... Wie auch immer die sehen. Bevor du einfach reinrennst, ob du vielleicht rechts... Okay, ist okay. Daddy. Ethan war böse. Da guck doch nach links. Nein. Guckst du aber erst da runter, ey. Ja. Tür zu. Was so? Wie? Du musst weit genug weggehen und dann F drücken. Ah, okay. Ich dachte das wieder. Beim letzten Mal ging es auch automatisch. Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Es ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Die Halluzinationen und Geräusche, von denen Sie berichteten, könnten mit diesen Organismen in Verbindung stehen. Wenn Ihre Symptome auf einen pilzartigen Parasit zurückgehen, muss dieser entfernt werden, bevor es zu spät ist. Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen, aber ich bin ernsthaft um Ihre Gesundheit besorgt. Bitte kommen Sie ins Krankenhaus, sobald Sie dieser Brief erreicht. Als Arzt empfehle ich Ihnen dringend, sich weitere Tests zu unterziehen. Jetzt ist klar, was mit denen los ist. Crawford Lang, allgemeines Krankenhaus, Delvey. So, noch mehr im Raum. Schlüssel. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Ich bin leid, die ganze Scheiße immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundekoffer, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Lass uns verstecken. Die Stand im Wohnzimmer, das Buch im Freizeitraum, der Zerlegungsraum im Keller. Wissen wir schon alles. Mmh. Wozu das Gebiss? Dass ich... Okay, wir haben eigentlich genügend Inventarplätze. Ja.
da ist noch was, oder? Ne, das ist nur zum Schließen. So aus. Ist noch was bei dir? Kombinieren. Also das hätten wir stark genug. Was hast du noch? Da hatte ich ja schon, ne? Ja. Weil das ist so ein Psycho-Ding nochmal, wenn wir davon noch was haben. Jetzt habe ich keine Ahnung, wofür wir sonst verwenden sollen. Ja, ich nehme es okay, später. Ich nehme es aber später. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Nicht mal ein Schlüssel. Haben wir noch den Skorpionschlüssel? Nee, nee, doch, haben wir noch. Haben wir noch. Wo? Hier hatten wir. Vielleicht ist da noch eine Tür. Haben wir noch einen Dietrich? Yep. Ja. Eine Tür hatten wir hier oben noch. Da vorne, na, ja, Tür, das da ist glaube ich auch noch eine Tür. Na, das ist Badezimmertür. Da ist glaube ich der Ofen drin. Oder? Das ist Badezimmer. Ja gut, trotzdem. Wir müssen alle Räume nochmal durch. Hier hatten wir alles. Ich lasse es immer jetzt offen. Du musst den Ofen finden. Du musst den Ofen. Ja. Erst die Hälfte durch. Gott, nein. Nein, bleib rechts. Gerade eben noch so Daddy, aber jetzt habe ich irgendwie Angst. Kommst du da durch die Tür? Wahrscheinlich nicht, aber... Dietrich? Ja, wahrscheinlich auch nicht. Ne. Da ist auch nichts. Was hat denn mit dem Footballhelm zu tun? Also manchmal sind auch nur Sachen wahrscheinlich so zum Gucken. Haben wir oben vielleicht sowas? Aber ist typisch jetzt, wo wir die Schrotflinte haben? Na, durch die andere Tür können wir auch nicht. Weißt du, wo die Schrotflinte ist? Frage ich mich, wo der Faller ist. Wo ist dieser verdammte Kamin? Geh mal rechts oben die Räume nochmal durch. Hier rechts oben. Ja, vom Treppenhaus oben rechts. Da oben rechts. Da oben rechts waren wir schon. Da waren wir schon. Da gibt es nur eine Tür und die können wir nicht durch. Da können wir nicht durch. Da, das war, da waren, da brauchen wir so einen anderen Schlüssel. Da haben wir gerade eben versucht, ging nicht. Warte mal, links, links. Was ist da unten? Ah ne, das ist nur eine Heizung. Ich dachte, das wäre wieder so ein... So eine Palette, die wir weghauen können. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zu den anderen. Zu welchen anderen? Ja. Und in den Keller meinst du? Vielleicht. Aber was ist da? War nicht hier noch irgendwo eine Tür? Links ist kurz das aufgeblinkt. Rechts. Achso, nee, das war ein... Okay. Ja. Oh, warte mal. Wohnen hier Kinder? Mia? Haus? Ja, Pfeil? Genau. Schmetterlinge. Wohnen hier die Kinder? Aber wir haben hier... Kamin! Oh! Unten in der Asche. Kann er nicht. Warum jetzt ja dieses. Wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht der Dietrich. Ist er bei dem Kamin ganz genau. Was ist das? Okay, Hast du ganz genau geguckt, ob du da nicht irgendwo links, rechts, oben vielleicht was bist? Ein Knopf oder sowas? Da. Steroide? Okay, geht auch. Stärken die Muskelkraft enorm und hören die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. Warte mal. Wirken dauerhaft. Nein. Ich ahne es. Es wird noch härter als jetzt. Aber das heißt, wir müssen das jetzt nehmen, ne? Das ist kein... Das ist wirken dauerhaft.
Ich speichere kurz vorher ab. Kannst du machen. Und hast du nicht dort auch ein Speichersystem? Hier oben. Ich muss noch mal kurz sehen. Bin durch. Ich werde, also es ist, so wie es aussieht, ist es ein Langzeitding, aber ich gehe vorher abspeichern. Ignoriere ich mal. Ich habe keine Angst vor dir. Na, die geht automatisch. Ja, ich mach's trotzdem. Nur um sicher zu gehen. So. Ja. Dann mach. Und jetzt die Steroide. Und was bringt er denn? Kann man nichts da kombinieren, oder? Nein. Nee. Das sah jetzt so aus, als könnte ich da irgendwas kombinieren mit. Neuen Speicher. Aber wozu? Jetzt sind wir immer noch weiter. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt. Ich nur sicher zu gehen, dass es wirklich auch dauerhaft ist. Haben wir eine Schatzfoto noch? Ja. Wir sehen auch echt so die Ideen aus. Ein Keller macht ja keinen Sinn. Da, nee, da war nichts mehr. In der Etage noch irgendwo etwas. Maden? Ja, warte mal. Was ist bei den Maden? Ist da nicht noch mehr? Ist doch irgendwas wieder drunter, oder? Sonst weiß es. Ja, aber wir können hier nichts machen. Wir können nichts kombinieren. Oder? Ne, schieß nicht. Okay. Ja, das wäre das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Ah. Aber das mache ich nicht, wenn man so viel suchen muss jetzt. Das ist jetzt scheiße. Mhm. Wo ist noch was? Wo? Was? Wird die ganze Zeit, was? Man wird die ganze Zeit von unserem verrückten Killer verfolgt. Ah, lass erstmal hier alles durchsuchen. Kann ich nicht irgendwie gegenschießen? Ich finde, warum kann man die nicht aufschießen? Ja. Ja, aber warum? Das ist eine billige Holztür. Warum soll das nicht gehen? Ich will, ist das ein Flammenwerfer? Das ist doch ein Flammenwerfer. Ja, ich glaube ja. Kraut. Okay. Können wir noch wieder Steine oder so? Kraut. Auch nichts, auch nichts. Was ist da? Pistole, Muni. So. Oh, das ist aber mies versteckt. Das wäre bestimmt. Schade, wäre geil, wenn man es wegschlagen könnte. Ich werde traurig, ich spiele alles zu. Schrot und Muni behaltet. Erstmal. Okay. Okay, PC ausschalten, das war zu gruselig. Alter! Was ist das für eine Scheiße? Okay, ich gehe gleich nochmal hoch und nehme diese Pillen. Ganz ehrlich. So eine Scheiße. Das ist ja. Da muss aber überall echt durchwaschen, ne? Weil das sind die letzten, die wir haben. Wer ist das? Ah, ein Kerl ist das. Keine Ahnung. Wenn wir hier gehen, nehme ich jetzt gleich wieder die Schrotflinte. Stell dir vor, da kommt er jetzt um die Ecke, während du da lang kriegst. Ja, komm, ich das ist die letzte Folge dieser Aufnahmesession ist. Hasse ich jetzt ein bisschen durch. Stimmt, den Tisch haben wir, glaube ich, noch nicht wirklich durchsucht, oder? Guck dich mal um. Der Vater läuft da oben rum. Stand drauf, shoot me. Ja, das war. Das wir können auch drauf den da erschlagen, diesen. Das war dieser Wackeldackel. Oh, willst du speichern? Gar nicht. Ja, okay, das macht keinen Sinn, jetzt diese Dinger zu nehmen, weil das wird ein paar Minuten dauern und die Folge ist ja schon fast vorbei. Das wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Das ist
Unten nicht irgendwas. Irgendwas Schlüsselartiges. Komm, ich sag noch einmal Hallo zum Vater und dann bring ich ihn um. Und dann speichere ich ab. Dann probier's. Ja, es wird recht Zeit, glaube ich. Daddy. Ich guck mal draußen mit dem Balkon da. Da ist er nicht. Ach, warte mal. Da war eine Kiste, die müssen wir noch durchsuchen. Stimmt, der Dietrich daran. Ja! Mach schnell. Alter. Oh. Nein! Toll! Hat das echt so viel gebracht. Fick dich, Spiel! Ganz ja, ehrlich! Voll in den Vater und dann. Feierabend. Bin ich wieder also hinter dem Schrank vielleicht. Nein. Alter, ich suche mal hier jede Ecke ab, ne? Nicht schlecht. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen Medizin oder so. Aber behalte es erstmal. Was machst du? Wir könnten Medizin echt gebrauchen. Ich geh in Safe und mach Medizin und speichere die ab. Spritzen. Wir gehen gleich hier alles nochmal ab mit dem in der nächsten Folge. Ja. Gehen das alles ab mit diesem Psychopharmaka-Zeugs. Muss ja irgendwie. Muss ja irgendwie was zu finden sein, ne? Und ist unten der Vater. Oder im Raum. Stell das mir vor, die Assi. So, kombinieren. Ich mache Medizin, wir brauchen Medizin. Ich ja. Gehen. So. Weiß gar nicht, wo du dran siehst, dass wir noch Medizin brauchen. Ist doch ganz okay, der Puls. Ja, noch, aber. Ach, das ist immer Lebensanzeige, aber für später, Mann. Falls wir in der Stresssituation, so, der ja, schlägt klar. Auf uns ein. Ja, klar. Wir sind kurz vom Draufgehen. Okay. Immer noch. Okay. Okay. Das war jetzt auch mit dieser Aufnahme-Session. Wir. Oh, guck mal, die müssen noch laufen. Oh. Das war jetzt erstmal. Für diese Aufnahme-Session. In der nächsten Folge geht es dann auf meinem Kanal wieder weiter. Und dann, ich sag dir, irgendwann schießt mir den Vater so voll in die Fresse, ey. Es ist so krank, was mit dem einfach los ist. Was der alles durchhält. Ja, 10 Schuss im Kopf, ne? Läuft immer noch rum. Brennt, fackelt ab, läuft immer noch rum. Gehirn halb raus, aber läuft immer noch rum. Den Dietrich jetzt immer noch oder ist er jetzt weg? Dietrich ist jetzt weg. Wir haben immer nur einen für einen Schuss. Warum auch immer? Wahrscheinlich macht er so umpf, kaputt. Ja. Naja, dann bis zur nächsten Folge, Leute. Ne? Macht's gut. Schaut rein, haut rein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ciao. Go tell